Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen wieder hier in meinem Stream. Heute wieder mit Freizeitpark-Content und ich denke, es wird sehr, sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch die Zeit nutzen würdet, um den Stream mit euren Freunden zu teilen, damit vielleicht eure Freunde auch jetzt gleich hier mit im Chat interagieren würden. Einfach den Stream teilen, ich würde mich freuen. Nutzt die Zeit, solange ich noch nicht zu sehen bin. Und eine kleine Info habe ich noch für euch. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Unten links habt ihr jetzt so ein kleines grünes Mannequin. Wenn ihr da drauf klickt, habt ihr ganz viele Funktionen, die ihr mit euren Watchtime-Punkten machen könnt. Also ihr könnt eure Watchtime-Punkte quasi einlösen für Aktionen. Zum Beispiel, so wie der Air Moments es schon getan hat, seine Nachricht hervorgehoben. So, da bin ich. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Sind ja gerade nur bekannte Gesichter bzw. bekannte Namen, die ich im Chat lese, die auch gestern schon im Stream mit dabei waren. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hallo Robin, hallo Earth Moments, hallo Travelin, hallo Indy, hallo Theme Park Dream. Ja. Den habe ich vergessen. XPay27 ist auch wieder mit dabei. Travelwin hat die neue Funktion auch direkt mal getestet. Dann auch mal ausprobieren. Ja, super, cool. Freut mich, dass ihr die Funktion auch jetzt nutzen könnt. Endlich. Das habt ihr gestern mit eurer Anwesenheit möglich gemacht. Ich habe nämlich jetzt den Affiliate-Status hier bei Twitch und dadurch habe ich jede Menge neue Funktionen. Bald kommen auch extra für euch ganz tolle Emotes, die ihr dann mit euren Punkten quasi holen könnt. Ich muss mal mich angewöhnen, mein Handy leise zu machen, wenn ich streame. Ja, krass. Das freut mich, dass du dich, dass du ab und zu hier reinguckst, um ein bisschen Ablenkung von deiner Facharbeit zu kriegen, Jan. Moin, Achterbahnreiter bzw. Robin. Ja, ihr habt's wahrscheinlich schon in der Story gelesen. Ich möchte heute so ein paar Momente, oder bitte nicht Momente, so nochmal den Vergleich altes Phantasialand, neues Phantasialand. Und da stelle ich euch gleich einen YouTube-Kanal vor, den ich persönlich am allergeilsten finde, was dieses Thema angeht. Ich meine, es haben schon viele gemacht, solche Sachen wie Ride Review oder so. Aber derjenige, der hat es wirklich verdient, dass ihr auch nach meinem Stream mal auf seinen YouTube-Kanal geht und dann ein Abo dalasst. Ihr habt so viele tolle Informationsvideos übers Phantasialand auf seinem Kanal. Ja. Und da möchte ich mit euch jetzt quasi gleich gemeinsam ein Video anschauen und natürlich auch zwischenzeitlich mal stoppen und dann drüber sprechen.
Also quasi so eine Art Reaktionsvideo. Nee, nicht sowas. Also, ihr werdet sehen. Also, der macht's auch sehr, sehr gut, wirklich. Das ist aber nicht mit Fotos, sondern wirklich mit Videos. Und ich bin der Meinung, der Mann, der hat wirklich viel, viel mehr Abonnenten verdient. Der gibt sich so viel Mühe. Also, sehr viel Content übers Phantasialand, aber auch über andere Sachen. Und ich glaube auch, da erfahren wir Sachen, die wir bis jetzt noch nicht wussten. Genau. Und ich muss noch mal zu gestern was sagen. Es tut mir leid, wenn ich nicht alles mal im Chat vorgelesen habe. Oder ich glaube, ich habe sogar einen Follower gar nicht benannt, beziehungsweise mich bedankt dafür. Wie gesagt, ich mache das jetzt ja auch nicht so häufig mit dem Stream und ja, deswegen muss ich mich auch noch so ein bisschen einspielen mit dem, ne, Kamera, hier mein Text und da noch, ja. Ihr müsst mir auf jeden Fall verzeihen, wenn ich mal irgendwas vergesse vorzulesen. Ja. Ihr könntet mir aber mal gerade reinschreiben, ob die Musik zu laut ist oder die Musik okay ist. Ob der Ton passt, so wie er ist, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Das ist immer so die erste Frage, die ich in einem Stream stelle, weil Ton sollte schon passen. Okay, die Musik ein bisschen leiser. So, die Musik habe ich jetzt ein bisschen leiser gemacht. Würde es das jetzt so passen? Ich habe jetzt meinen Stream auch mal am Handy kurz angemacht. Okay, jetzt habe ich die Musik leiser und ja, mein Mikrofon ganz normal auf der Lautstärke gelassen, wie sonst auch. Okay, passt jetzt. Für die Information bin ich immer echt sehr, sehr dankbar. Wie Weihnachtsmusik, hallo, das ist, das sind die Soundtracks aus dem Themenbereich Berlin. Also nachher, auch wenn ich das Video von YouTube abspiele, gerne sagen, ob ich es lauter machen soll oder leiser. Und Leute, ihr habt gestern es gewünscht, dass ich das Video von der Mülltonne hier in dem Stream zeige. Das habe ich natürlich gelesen gestern. Ich habe es aber extra ein bisschen überlesen, weil ich das Video nicht mehr auf dem PC drauf hatte. Aber, Freunde, ich will ja nichts sagen, nee, aber ich habe mir die Mühe gemacht und euch natürlich das Video heute auf meinen PC gezogen, um es euch jetzt zu zeigen. Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Ach. Ja. Ah, schön. Das Mülltonnen-Video, das hat echt die Runde gemacht. Wahnsinn. Was die Mülltonne da angerichtet hat. Auf meinem Insta-Profil können wir ja auch gleich nochmal gemeinsam reinschauen. Da habe ich auch extra
ein Highlight draus gemacht, weil so viele haben mir Videos geschickt, wo sie dann auch extra gegen die Mülltonne gelaufen sind, also mich quasi nachgemacht haben. Ich fand das einfach mega geil von euch, dass ihr das wirklich nachgemacht habt und mir dann die Videos zukommen lassen habt. Deswegen habe ich mir auch überlegt, ne, das hat auf jeden Fall ein Highlight bei mir auf meiner Insta-Seite verdient. Na komm, weil es so schön war, nochmal für euch, ja? Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Ach, Scheiße. Ah, schön, schön, schön. Ja, wird anscheinend heute eine kleine, gemütliche Runde. Wobei die meisten in meiner Story-Umfrage eben 20 Uhr geklickt haben. Deswegen würde ich sagen, wir warten auch bis 20 Uhr. Bevor ich dann hier anfange. Die guten alten Zeiten. Ja, Theme Park Dream war, sie ist auch gerade im Chat. Das ist die Dame, die im Hintergrund gelaufen ist. Wartet, ich zeig's euch nochmal. Da ja, seht ihr sie jetzt. Die liebe Lena von der Seite Theme Park Dream auf Instagram. Ja, das Tonnenvideo. Also das ist schon mega cool. Ja, ich habe es eben im Vorspann schon mal angeschnitten. Ihr habt jetzt, also umso länger ihr jetzt bei mir hier im Stream bleibt, umso mehr Kanalpunkte könnt ihr euch verdienen. Unten links im Chat habt ihr jetzt so eine kleine Figur oder beziehungsweise am Handy müsste es, ja doch, die kleine Figur, so eine kleine grüne Figur. Das ist, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ist das dieser von Star Wars, ne? Dieses Bibi-Dingwurm-Star. Auf jeden Fall, wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr mit euren Kanalpunkten gewisse Sachen machen. Das wird euch dann da auch alles erklärt. Da steht auch alles. Und ihr könnt eure Kanalpunkte dann eben für ein paar Sachen einlösen. Genau, Yoda. Dankeschön. Ja, ich finde die Funktion ganz cool. So verdient ihr euch auch was, wenn ihr hier im Chat aktiv seid, beziehungsweise in meinem Livestream seid. Und umso mehr Kanalpunkte ihr habt, umso mehr könnt ihr natürlich damit machen. Was ist denn Wassermarsch? Ja, Wassermarsch ist quasi nur so eine Erinnerung für mich. Also du würdest mich quasi daran erinnern, dass ich was trinken soll. Ich vergesse das immer sehr, sehr gerne. Und das ist einfach nur, ja, für mein Wohlempfinden. Okay, Expate hat Wassermarsch jetzt gerade 100 Kanalpunkte eingelöst. Das bedeutet, ich soll was trinken. Dann werde ich das jetzt auch tun. Ich habe jetzt nur kein Wasser, sondern Cola. Das ist quasi nur für mein Wohlempfinden, damit ich eben hier nicht vom Stuhl falle. Genau, aber die beste Funktion ist eigentlich meiner Meinung nach, euren Chat-Text hervorzuheben. Dann überlese ich das auch nicht so schnell. Also gestern, wo ein bisschen mehr los war hier im Chat, ging das natürlich rucki-zucki und dann überliest man vieles. Und mit 300 Kanalpunkten könnt ihr euren euren Chat-Text dann hervorheben. Und somit sticht das bei mir dann schneller ins Auge und ich würde es dann auch eher vorlesen. Genau. Ja, das freut mich, dass es dir gefällt. Ich habe da so ein paar Sachen heute nur ein bisschen schnell eingestellt und ich werde das natürlich noch ein bisschen optimieren. Ich habe jetzt auch schon sehr viele Emotes, also Kanal-Emotes, hochgeladen. Die müssen jetzt aber noch von Twitch quasi kontrolliert werden und wenn die freigegeben werden, sind das auch Emotes, die ihr mit euren Kanalpunkten dann erwerben könnt. Also, ne, ich sag jetzt erwerben, aber ist ja kostenlos für euch.
Ja, und das sind dann auch Emotes, die ihr in allen Chats woanders auch benutzen könnt, aber nur ihr dann auch habt. Also die gibt's dann wirklich nur für euch, beziehungsweise für diejenigen, die hier bei mir im Chat sind. Genau, und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Das ist so ein kleines Giveaway. Ja. Genau. So, ich würde sagen, wir warten aber wirklich bis 20 Uhr, weil die meisten auf hier auf Insta. Ich kann es euch ja auch kurz mal zeigen. Ich hatte ja gefragt, welche Uhrzeit am besten ist, 19 Uhr oder 20 Uhr. Und 11 Leute haben für 19 Uhr gestimmt und 25 bis jetzt für 20 Uhr. Deswegen denke ich mal, wir sollten auf jeden Fall so bis 20 Uhr warten, beziehungsweise 5 nach 8. Und dann starte ich auch quasi mit dem, was ich heute vorhabe, das Phantasialand zu zeigen, wie es früher war und wie es heute ist. Wie gesagt, das mache ich nicht wirklich selber, sondern ich habe einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal gefunden, der das wirklich richtig, richtig gut macht, meiner Meinung nach. Es ist auch ein älterer Herr. Und das möchte ich einfach mit euch gemeinsam gucken und dann quasi gemeinsam auf dieses Video reagieren. Das Tolle bei ihm ist wirklich, dass es alles im Videoformat und nicht nur ein altes Bild und ein neues Bild. Nein, es sind wirklich alte Videoaufnahmen und dann neue Videoaufnahmen. Und er erklärt wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es einfach mega. Das dürft ihr einfach nicht verpassen. Also wer das Phantasialand jetzt noch besser kennenlernen möchte, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Und die Zeit bis 8 Uhr könnt ihr ja gerne nutzen, um den Stream unter euren Freunden zu teilen, auf euren Insta-Profil zu teilen oder einfach Freunden per WhatsApp zu schicken. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr jetzt gerade die Zeit nutzt, um für meinen Kanal ein bisschen Werbung zu machen. Ich bin ja immer der Meinung, Support ist kein Mord. Ich zeige hier auch gerne immer andere Insta-Profile oder ich lasse es auch in Maßen zu, in meinem Chat Werbung für sich selber zu machen, solange es im Rahmen bleibt. Ich glaube, Vitamin B ist heutzutage wirklich schon wichtig. Also, und vielleicht als kleines Dankeschön, dass ich dieses tolle Video heute mit eingebunden habe, könntet ihr den Stream teilen. Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Ach, ach ja, schön, schön, schön. Bin mal gespannt, ob sie immer noch da steht, die Tonne, wenn das Phantasialand wieder aufmacht. Der Gianni! Ja moin, schön, dass du auch hier bist. Das Video mit der Tonne? Ja, das ist mit der GoPro gemacht. Sieht gut aus, ne? Herr Achterbahnreiter. Ja, oder wir nutzen die Zeit und ich zeig noch mal ein, zwei Insta-Profile. Das kann ich ja gerne auch wieder machen. Wollt ihr das? Dann würde ich einfach jetzt mit dem EP-Johnny anfangen. Wirklich ein sehr, sehr netter Mann. Mit dem war ich jetzt... Also wir haben sehr viel geschrieben, aber wir waren jetzt auch mal gemeinsam im Holiday Park. Und wir hatten echt einen richtig geilen Tag. Und ja... Sollen wir die Zeit bis 8 Uhr nutzen, um eure Instagram-Profile hier vorzustellen? Komm, das machen wir.
Dies machen wir jetzt. Instagram. Musik immer noch nicht, also Musik immer noch alles gut? Ach, schaut mal hier, mscoaster.de. Kleine Frozen-Prinzessin. Ha! So. Der EP-Johnny ist hier auch. Er heißt hier auf Twitch Your Faith Web 216. Er ist auch im Chat. Und ja, das ist sein Insta-Profil, EP-Johnny. EP steht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich für Europa-Park. Aber es kommt, glaube ich, auch von... Ja, weil der Home steht auch da. Homepark ist der Europa-Park, deswegen EP-Johnny. Er hat sogar ein TikTok-Profil, EP-Johnny-Achterbahn. Da könnten wir eigentlich auch mal reinschauen. Was macht der Herr denn da auf TikTok? Ah ja. Achterbahn-Videos. Na gut. TikTok. Ja, das ist auf jeden Fall hier sein Profil auf Instagram. Da ist er, der liebe Johnny. Hier ist er auch der EP-Papa. Heißt er jetzt Europapark-Papa? Ich vergesse das immer, ne? Der hat so oft, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo ich ihn kenne, seinen Namen geändert. Ist der nicht verlinkt? Parkpapa heißt er jetzt, genau. Der Parkpapa. Und das ist der Johnny. Super cooler Typ. Echt. Mit dem kann man einen Tag im Phantasialand verbringen. Oder in einem anderen Freizeitpark. Ich hoffe, es kommt bald dazu, dass man auch mal einen Tag im Phantasialand verbringt. Ich habe zwei Nachrichten. Oh, ja, vielen Dank, dass du meinen Stream geteilt hast. Auch an dich ein liebes Dankeschön. Ja, diesen Hashtag liebe ich, genau. Support ist kein Mord. So. Wessen Profil soll man denn mal stalken? Oder wessen Profil von euch soll ich denn zeigen? Guten Abend, schön, dass du reinschaust. Schreibt doch nochmal eure Profilnamen kurz rein. Zwei Profile schaffen wir, glaube ich, noch. Ach komm, Achterbahnreiter. Also, als hättest du nicht gestern genug Support von mir bekommen. Ich habe dir gestern den ganzen Chat von mir zu dir rübergeschickt. Ja, auf jeden Fall, das ist hier der Achterbahnreiter. Hier ist es auch richtig geschrieben. super Junge, wirklich. Ich bin auch froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Er hatte mich mal angefragt gehabt, ob er mit mir das Phantasia laufen kann und mich quasi interviewen kann oder mir ein paar Fragen stellen kann. Da habe ich natürlich zugesagt. Ich nehme mir eigentlich immer die Zeit für... die Leute. Klar, manchmal möchte ich auch irgendwo den Tag richtig genießen können, aber ich habe immer, wirklich, ich habe immer 5 Minuten Zeit. Ja. Und die Zeit nehme ich mir auch. Ah, hier macht er ganz schön Werbung für sein Merchandise. Gibt es denn keine Bilder von dir, Herr Achterbahnreiter? Ja, da hat er einen falschen Pullover an. Vom PL Insider. Nee. Kein Pullover vom Freizeitparkblog, was ist denn da los? Oder kein Bild? Doch, dann. Du hast doch mal ein Bild hochgeladen, oder nicht?
wo du auch ein Pullover. Ach, guckt mal da. Ja, moin. Ein Beutel vom Freizeitparkblock. Sehr schön. So, ah, und da hat er auch den Pullover vom Freizeitparkblock an. Das genau, das ist der Robin. Der streamt auch hier auf Twitch. Der spielt sehr viel Planet Coaster und streamt das. Ich finde seine Bauskills bei Planet Coaster echt gut. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, ihm auch zuzuschauen. Er streamt immer direkt über Konsole, deswegen ist das nicht so aufgebaut wie bei mir hier mit Donations und Pipapo. Aber wer sich für Planet Coaster interessiert, auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Genau. PHL, Johnny, du hast noch einen Kanal? Aber ich gehe jetzt mal lieber kurz bei Coaster Totti. Der hatte gestern auch schon reingeschrieben gehabt. What the hell? Warum finde ich dich denn nicht direkt? Wollte gerade sagen, ich habe dich doch abonniert. Ja, das ist der Coaster Totti. Ihn habe ich jetzt auch schon öfters am Phantasialand getroffen. Lusur, vielen Dank für dein Follower auf Twitch. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, das ist der Coaster Totti. Auch ein echt angenehmer Typ. Wir hatten auch schon sehr viele und tolle Gespräche. Wir haben es leider nicht geschafft, mal wirklich so einen ganzen Tag durchs Phantasialand zu laufen. Aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr dann nachgeholt, wenn wir es können. Ja. Auf jeden Fall, er ist auch sehr oft im Phantasialand. Er wohnt auch quasi nicht weit weg davon. Und er ist aber in vielen Freizeitparks unterwegs. Ach, wie geil ist das denn? Echt jetzt? Du hast hier von... Ach, wie heißen jetzt die Achterbahn? Die Holzachterbahn im Toverland. Troy. Ja, steht ja auch da als Hashtag. Ha. Ein Bügel? Really? Wie geil ist das denn? Ja, auf jeden Fall ist er auch viel unterwegs und bietet auch immer schön viel Freizeitpark-Content. Auf jeden Fall, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, gerne auch nachher mal vorbeischauen und ein Abo dalassen. Coaster Totti. PHL Johnny. Da bin ich jetzt aber neugierig. Really? Das ist dein Kanal? Und ich folge dir nicht? Ui! Lass ich mal direkt ein Abo da, wa? Sorry! Ah. Wann warst du denn bitte im Phantasialand? Und konntest Flybilder machen? Ja, okay. Ich muss mal kurz hier gucken, wie lange noch. Okay, das Lied läuft noch. Soll ich noch einen Kanal schauen? Theme Park Dream. Die liebe Lena. Was hat sie denn da in der Story? Aha. Stellt mir eine Frage. Los, ihr habt noch eine Stunde Zeit, um ihr Fragen zu stellen. Aber bitte jetzt nicht aus dem Stream rennen. Könnt ihr nachher auch noch machen. Ja, mit der Lena bin ich auch sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Mit ihr habe ich auch die erste Nacht im Schalz-Lindberg verbracht. Und wir haben uns gemeinsam die komplette Ruckburg-Experience gegeben. Und wir beide waren sehr begeistert. Ja, hier sitze ich, Opfer, rechts. Lena ist in der Mitte. Und links ist der René von der ehemaligen Seite PL Insider. Okay.
Ja, hier waren wir sogar gemeinsam im Efteling. Da hieß sie aber noch PAL-Girl. Dass sie sich umbenannt hat, fand ich sehr gut, weil sie ja nicht nur Simons, hallo, da sie ja nicht nur sorry, da sie ja nicht nur im Phantasialand ist und auch anderen Content bieten wollte, hat sie sich dann umbenannt in Theme Park Dream, fand ich eine gute Entscheidung. Ja, sie macht auf jeden Fall auch immer schöne Bilder. Und wie ihr seht, wir sind sehr viel gemeinsam unterwegs. Ja, mal schauen, welcher nächster Park kommen wird, wo wir wieder gemeinsam unterwegs sein werden. So. Haben wir denn noch einen Kanal, den ich noch kurz zeigen soll? Dann haben wir 10 nach 8 und dann könnten wir eigentlich mal anfangen mit ja, alt und neu. Ich folge dir nicht? Really? Ups. Ja, habe ich geändert. Hast einen Follower. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Warum folge ich dir denn nicht? Naja, ist auch egal. Jetzt folge ich dir. So. Haben wir noch einen Kanal, den ich zeigen soll? Wer möchte gezeigt werden? Gerne noch mal schnell einen Instagram-Name hier in den Chat reingeschmissen. Dann werde ich da auch noch mal schnell vorbeischauen und dann würde ich sagen, legen wir auch los. Jetzt, ja, genau. Ich habe mich da ein bisschen deswegen, ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist EP Johnny. Ja, da habe ich mich vertan. Entschuldigung. So, möchte keiner mehr gezeigt werden? Sind wir fertig? Wo habe ich denn eben EP Johnny gelesen? Das ist auch egal. Ja, sollen wir dann quasi anfangen? Wir fangen jetzt einfach an. Wenn keiner mehr gezeigt werden möchte, dann fangen wir jetzt einfach an. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal die Musik aus und gehen dann gleich direkt mal auf das eine Profil. Aber bevor wir das machen, gehe ich nochmal hier zurück, denn. Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Ach, Scheiße. Denn ich wollte euch das nochmal zeigen. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Phantasialand alt und neu. Die Videos von demjenigen sind. Hat er hochgeladen am 22.01.2020. Deswegen ist da noch nicht Fly, ja. Also sind nicht ganz top aktuell, aber trotzdem finde ich, er hat es richtig, richtig gut gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz auf die Seite. Ja, ich weiß nicht, ob ihr denjenigen kennt. Das ist der Ulrich Kronenberg. Sein YouTube-Kanal heißt Anderswohin und er macht wirklich sehr, sehr, sehr gute Videos. Wirklich sehr, sehr gute Videos. Meiner Meinung nach, ja. Ich kann ja mal kurz draufklicken und ihr seht jetzt schon, also er macht wirklich sehr viele Infovideos. Die Geschichte vom Phantasialand-Jet. Was der Phantasialand Jet mit Köln und Walt Disney zu tun hat. Das Video habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, aber man kriegt sehr viel Hintergrundwissen. Und ja, er hat, ne, der macht wirklich so sehr viele geile Videos, finde ich.
Und natürlich kommt jetzt auch gleich sehr viel Freizeitpark-Content zu, also Phantasialand. Hier zum Beispiel. Der hat so eine Rubrik, hast du das gewusst? Phantasialand Geisterrikscha. Hast du das gewusst, was er da genau drüber erzählt oder was, ne, was. Also, man erfährt bei ihm wirklich tolle Sachen. Hier, Hollywood-Tour, hast du das gewusst? Phantasialand, 10 Storys aus der Zeit, bevor alles anfing. Hast du das gewusst? Efteling, wie alles anfing, hast du das gewusst? Also, das ist Wahnsinn. Und ich möchte mit euch jetzt quasi hier diesen Zweiteiler gucken. Wir fangen natürlich mit Teil 1 an. Die Teile gehen beide an die 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich heute beide Teile mit euch schauen werde. Wenn ihr natürlich wollt, können wir das machen. Oder wir machen dann eben nochmal irgendwann einen Stream. Oder ihr schaut es euch am besten irgendwann mal selber an auf seinem Kanal. Geht bitte nach meinem Stream auf seinen Kanal, lasst ein Abo da und ja, schaut die Videos alle selber. Ja, ich möchte auf jeden Fall hier mit anfangen. Hoppala. Ja, jetzt kommt natürlich Werbung. Yay. Aber das hat er auch verdient. So. Ich werde jetzt hier mal den Ton was lauter machen. Ich hoffe, ihr werdet das jetzt auch gleich alle gut dort hören. Zwischenzeitlich, also bitte, ich werde jetzt nicht viel reden, deswegen schreibt auch gerne was im Chat, wo ich dann auch drauf eingehen kann. Dann werde ich das Video kurz stoppen, werde auf euren Chat dann auch eingehen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und vielleicht kriegt ihr jetzt Informationen, die ihr noch nicht gehabt habt. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut von ihm gemacht. Und ich muss nochmal sagen, in dem Video sind natürlich auch ganz alte Videomaterialien. Da sind die Tonspuren nicht so krass geil. Es könnte mal sein, dass der Ton was leiser ist, was lauter ist. Das liegt dann aber an dem Video beziehungsweise an den alten Szenen, ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, vielen Dank für die Werbung. So, dann wollen wir mal, ne? Guten Morgen. Anderswohin unterwegs. Diesmal bei bestem Wetter aus dem Phantasialand in Grün. 1967, also schon vor über 50 Jahren, wurde der Park ja hier eröffnet. Ich hatte das Glück, im Eröffnungsjahr schon hier sein zu können, um Fotos zu machen. Und danach war ich eigentlich immer wieder hier, habe Fotos und Videos gemacht. Das Video jetzt über das Phantasialand in Brühl wird kein normales Video über einen Parkbesuch, sondern wir versuchen mal hier in die Geschichte einzutauchen. Es dürfte ja kaum einen Freizeitpark geben, der sich so stark im Laufe der Jahrzehnte verändert hat wie das Phantasialand. Jetzt im Januar 2020 will ich mal schauen, wie hat sich der Park verändert? Was hat hier wo gestanden? Wie ist die Entwicklung? Das hier ist der aktuelle Parkplan. Das Phantasialand wurde 1967 von Richard Schmidt und Gottlieb Löffelhardt, einem Puppenfilmfabrikanten und einem Schausteller, eröffnet. Die beiden haben gleichzeitig noch ein anderes Projekt gehabt, und zwar in Tüddern. Zum Beispiel das. Wusstet ihr das, dass das Phantasialand quasi auch noch ein anderes Projekt hatte mit dem Safariland? Wusstet ihr das? Ich wusste es bis eben nicht. Also ich habe das schon mal jetzt eben reingehört in das Video. Und zum Beispiel das war eine Information, die wusste ich jetzt nicht. An der deutsch-holländischen Grenze, nämlich einen Safari-Park. Aus dem Safari-Park-Projekt da stiegen sie 1969 aus und kümmerten sich voll ums Phantasialand. Die Anfänge des Phantasialands, sie liegen hier ganz links auf dem Plan am heutigen Mondsee. Da, wo heute Fantissima stattfindet, da gibt es ein großes Tor zur Straße hin, und das interessiert mich jetzt besonders. Das ist jetzt auch krass. Das zum Beispiel wusste ich auch nicht mit diesem Riesentor. Aber er sagt es jetzt, ja. Da ist das Tor auch schon. Hier war tatsächlich 1967 der Eingang zum Phantasialand. Krass, oder? Da war früher der Haupteingang vom Phantasialand. Das kann ich mir gar nicht irgendwie richtig vorstellen. Ja, ich finde es mega. Also. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Da denkt man, glaube ich, auch gar nicht so als Parkbesucher drüber nach. Oder. Also, ja, ich finde es bis jetzt schon in den ersten 2 Minuten schon richtig schön informativ, das Video.
Rechts und links von diesem Weg, da standen zwei Verwaltungsgebäude. Hier auf diesem Parkplan von 1967-68 kann man das sehr schön sehen. Wo der braune Zaun ist, da gab es erstmal so einen kleinen Autoscooter und daneben lag die Oldtimerbahn. Da fuhr man mit dem Oldtimer rund um die Welt, da kam man in afrikanische Länder, man kam nach Japan, man kam nach Ägypten, Italien, Mexiko und an den Nordpol. Bis 1986 haben die Oldtimer hier ihre Runden gedreht. Außen um die Oldtimerbahn rum, da lagen Schienen, da fuhr ein kleiner Zug, der Santa Fe Western Express. Der fuhr, soweit ich mich erinnere, an einem Indianerdorf und einer Westernstadt vorbei und durch einen Tunnel, da fuhr er auch. Ja, dieser kleine Fahrgast, der guckt sehr stolz. Das ist ja, was ich gerade auch so feier an seinen Videos. Er ist auch, glaube ich, groß, also ja, er ist groß geworden mit diesem Freizeitpark. Deswegen hat er ja auch so viele Sachen, beziehungsweise Bildmaterial von dem Park. Und da finde ich das wirklich, ich höre ihn lieber zu wie ein Ride-Review, der über sowas erzählt. Ein Ride-Review ist so alt wie ich, der hat doch gar nicht das erlebt, was dieser Mann erlebt hat. Und dieses Video ist einfach, ich finde es klasse. Der Mann hat definitiv mindestens nur für diese Videos mindestens genauso viele Follower verdient, beziehungsweise Abonnenten, wie so ein Ride-Review. Der gibt sich so viel Mühe in seinem Alter mit solchen Videos, sei es Freizeit, also von Phantasialand oder Europapark oder wo er auch immer rumgeht. Also ich finde es mega, mega gut. Hi Phantasia. Und das sind Bilder von der Westernstadt im Mini-Format, die es hier gegeben hat. Von dem Autoscooter, der hier anscheinend bis 1986 stand, habe ich keine Bilder. Ich habe auch kaum Erinnerungen daran. Western Express, Oldtimerbahn und Autoscooter wurden 1986 abgerissen. 1988 wurde hier das Space Center eröffnet mit der größten Indoor-Achterbahn der Welt. Im gleichen Gebäude kam 1990 die Hollywood-Tour dazu. Die existiert ja bis heute. Zehn Minuten dauert diese Wasserfahrt und man fährt vorbei an einigen Filmszenen. Das sind heute allerdings mehr schon Klassiker des Kinos. Das hier ist eine Szene aus Der Weiße Hai. Okay, mit der Werbung, das tut mir natürlich leid, aber ich meine, das hat er auch verdient, dass er Geld mit diesen Videos macht. Hey. Travelwind, genau aus dem Grund wollte ich jetzt nicht hier sitzen und euch irgendwas erzählen, was ich irgendwo gelesen habe, weil ich finde einfach, er bringt das wirklich so rüber, weil er es auch so gut rüber, weil er es auch selber alles erlebt hat. Und seine, das sind alles seine Aufnahmen, seine Parkpläne, die er gesammelt hat über die ganzen Jahre. Und ja, deswegen, das ist einfach sehr, sehr authentisch. Phantasia, das werde ich gleich euch nochmal als Link hier in den Chat schicken, weil ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dass ihr ihn einfach auf YouTube abonnieren würdet, weil er hat es wirklich, wirklich verdient. Ich finde das aber auch jetzt cool, dass er so dieses, ja, quasi On-Ride-Video von Hollywood-Tour mit reingemacht hat und jetzt auch gerade nicht so viel erzählt. Bin aber sehr, sehr gespannt, weil da habe ich eben aufgehört zu gucken.
was jetzt gleich auf jeden Fall noch kommen wird. Expate, ja, danke schön. Da muss ich mir gerade was einschütten. Da ich jetzt kein großer Wassertrinker bin, nehme ich wieder einen Schluck Cola, ja? Und vielen Dank, dass du deine Kanalpunkte dafür wieder missbraucht hast. So, ich trinke jetzt meinen Schluck Wasser. Oh, Phantasia, nochmal. Okay, danke schön. Dann trinke ich nochmal. Gleich muss ich Pipi. Dann muss ich in die Pause. Na toll. So. Okay, Simons, ich trinke jetzt auch noch einen Schluck auf dich. Guten Abend zusammen, na, wie geht's euch? Willi Schmitz, ja moin. Willkommen im Stream. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Leute, mein Glas ist gleich leer. Was ist denn da los? Nutzt eure Punkte, um euren Chat hervorzuheben oder so. Ich hab keinen Durst mehr. Ihr sollt das nutzen, um mir was Gutes zu tun und nicht, um mich zu foltern. Yep. Ein Toilettenbefehl? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber das könnt ihr ja nicht sagen. Ich habe das Gefühl auch in mir, wann ich pipi muss oder nicht. Ich kann natürlich auch zwischendurch immer auf Toilette rennen, wenn ihr das dann mit den Kanalpunkten wollt. Phantasia, 36 Aufrufe, ja, ist jetzt nicht wenig, natürlich. Aber für diese Mühe, die er sich gemacht hat. Ihr dürft nicht vergessen, das ist ein... Das hört sich jetzt auch doof an, aber er ist älter, ja? Die Freizeitpark-YouTuber, das sind alles Jungspunde, die auch irgendwo sich die Information herziehen, sich dann vor die Kamera setzen, das dann einfach irgendwo ablesen. Und dieser Mann hat das Ganze erlebt und gelebt. Und das feiere ich einfach an den Mann. Hier war bis 2007 eine Szene aus Hitchcocks Die Vögel. Inzwischen ist das Der Zauberer von Oz. Da möchte ich euch mal ganz kurz fragen, welche Szene hat euch besser gefallen? Ja, hier, Zauberer von Oz oder Hitchcocks Vögel. Also meiner Meinung nach fand ich früher die Vögel geiler. Obwohl dieses Geschreie der Frau ging mir natürlich irgendwann auf den wo ich dann 10-mal mit der Bahn gefahren bin. Aber ich fand es irgendwie cooler. Willi, nein, den Tisch habe ich nicht. Und jetzt, um kurz das zu beantworten, ja, du hattest recht, Ikea in Godorf bietet auch dieses Click-and-Buy an, aber der Schreibtisch ist leider nicht verfügbar in Godorf. Ich müsste echt so weit fahren, um diesen Schreibtisch zu kriegen, deswegen muss ich jetzt einfach warten. Ich habe es ja hier stehen, aber es gefällt mir einfach nicht. Okay, kenne nur Zauberer von Oz, eindeutig die Vögel. Die Szene mit den Vögeln war interessanter, aber ich hatte als Kind etwas mehr als Unwohlsein. Ja, das stimmt schon, ne? Dieses Geschreie und dann oben waren ja sogar, gut, das war auch meistens kaputt. Oben waren ja die Vögel an so einem Drehrad, die dann da mit Flackerlicht. Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern, was mir immer irgendwann auf den Nerv ging, dieses Geschrei. Und ich fand, das Geschrei war auch so laut. Das Blöde war, das hat man dann auch immer bei King Kong gehört. Immer noch im Hintergrund noch dieses Geschreie. Und das fand ich ein bisschen blöd. Aber dieses Zauberer von Oz, ja, es ist schön. Die haben eine
eine Figur benutzt, die jetzt nicht so gruselig aussieht wie die von früher. Aber ja. Eins darf man nicht vergessen, 1990 war diese Themenfahrt hier eine Sensation. So, hier auf der linken Seite, da war das Space Center, das wurde 2001 dann umthematisiert in Temple of the Nighthawk. Auf dem alten Plan sind wir jetzt unten am See, der hieß damals noch Märchensee, angekommen. Da war einmal der Eingang zur Seeräuberfahrt nach Cartagena, einer Bootsfahrt, und hier begann der Märchenpark, und zwar mit Gullivers Reisen. Der Gulliver war eine Figur, die zusammengesunken da stand und dann aufgepumpt wurde, bis sie riesengroß dastand. Das ist jetzt neben Woodstown auf dem Rundweg um den See. Hier waren jetzt die einzelnen Märchenstationen. Gleich neben Gulliver, da gab es in späteren Jahren dann eine Höhle, da war das Märchen von der chinesischen Nachtigall drin. Auf dem Plan von 67, 68 gesehen, sind wir jetzt in dem schwarz eingekreisten Bereich. Das sind jetzt Bilder der Märchen von damals, hier der gestiefelte Kater. Da sitzt Witwe Bolte und oben auf dem Dach, das sind Max und Moritz. Das ist das tapfere Schneiderlein. Daneben. Nee, das hatte ich nicht gewusst, dass das vorher, also eigentlich geplant war, dass es Orion heißen sollte. Nee, das wusste ich nicht. Hat er das auch? Nee, das hat er jetzt auch gerade gar nicht erwähnt, ne? Die 67er Darstellung von Aschenputtel und daneben eine spätere in einer Höhle drin. Und das sind Bilder vom Märchen Die chinesische Nachtigall. Das Ganze ebenfalls in dieser Höhle drin. Im Laufe der Jahre verschwanden zwar immer wieder mal Märchen, aber endgültig abgeräumt wurde alles 2007. Wenn man heute rund um den Ja, genau. Der Ausgang von der Hollywood-Tour ging dann in das Restaurant Lepit oder so hieß das, glaube ich. Mein Französisch ist jetzt nicht so gut. Ja, genau, irgendwas mit Lepit. Keine Ahnung. Lepit. Ja, da waren wir früher, also ich war da früher eigentlich immer essen. Also bei uns war das gang und gäbe, mit der Hollywood-Tour mittags zu fahren und dann dort Mittag zu essen. Das war früher, glaube ich, auch das beste Restaurant. Also das Schönste eigentlich auch. Und ja, genau. See geht, da findet man immer noch Spuren dieser Märchen. Oft sind das nur Platten im Boden drin oder Grundmauern. Das hier könnten Reste vom tapferen Schneiderlein sein. Und hier könnte der Zuweg zum Haus von Witwe Bolte gelegen haben. Wenn man an dieser Stelle angekommen ist, hier war früher ein Gehege mit Eseln, dann führt der Weg nach links ein Stückchen bergan. Hier war. Das ist auch Wahnsinn, ne? Da war früher ein Gehege mit Eseln. Das kann man sich heute doch gar nicht mehr vorstellen, wie das früher da einmal gewesen war. Ich finde, man bekommt gerade Eindrücke oder, ne? Das ist so. Ich glaube, wenn ich jetzt das nächste Mal durchs Phantasialand laufe und bin an dieser Stelle, dann denke ich, wow, krass. Hier war mal irgendwo ein Gehege mit Eseln. Früher ein weiterer Teil des Märchenwaldes. Hier waren die Märchenstationen Rapunzel, Schneewittchen, Hänsel und Gretel und Hans im Glück. Der Bereich ist heute durch einen Zaun abgetrennt. Hier drin befindet sich der Baumberger Irrgarten. Der kann man jetzt allerdings im Winter nicht rein. Das sind jetzt Bilder aus den 60er Jahren. Das ist einmal hier der Turm von Rapunzel. Daneben Schneewittchen. Das waren mehrere Darstellungen von Schneewittchen. Und daneben Hans im Glück. Und später kam dann Rotkäppchen dazu. Und sogleich sprang der böse Wolf aus dem Bett.
Ja, ne? Wie gesagt, Werbung tut mir leid. Und auf diesem Parkband kann man sehen, 1972 kam Schloss Schreckenstein dazu. Das wurde 2008 dann abgerissen. Das war ein Walkthrough durch ein kleines Gruselschloss. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg unten am See. Hier gab es in den 60er Jahren noch einen Pilz. Das war ein Kiosk, da gab es Getränke und Eis zu kaufen. Und Sitzbänke gab es ja auch. Dann gab es hier noch eine Darstellung, zum Beispiel vom Kalifen Storch. Die ganzen Märchendarstellungen, das waren ja eigentlich relativ kleine Figuren, haben sich auch nicht alle bewegt. Meistens wurden nur Beine oder Arme oder Kopf bewegt. Am Zaun des Märchens, da gab es meistens eine schwarze Box mit einem weißen Knopf. Wenn man da drauf drückte, fingen an, die Figuren sich zu bewegen. Und bei einigen der Märchen, nicht bei allen, wurden dann die Geschichten erzählt. Auch Wahnsinn, ne? Wie der Parkplan da noch aussieht. Kennt ihr denn noch die Wikingerfahrt? Also ich durfte sie noch fahren. Ja, Wahnsinn. Es gibt auch Videos von dem, da zeigt er wirklich alle Parkpläne von jedem Jahr. Das ist Wahnsinn. Der Mann ist... Ne, den Mann darf man einfach nicht ins Lächerliche ziehen. Echt, ich bewundere diesen Mann. Ohne Quark, das ist... Bild. Das ist eine... Besser wie jeder junge YouTuber, der heute erzählen möchte, wie es früher war. Das geht doch gar nicht. Wie kann ein YouTuber, der so alt ist wie ich, von früher aus solchen Zeiten erzählen? Nein, das ist irgendwo gelesen, weiß ich nicht. Und das der Mann, Wahnsinn. Märchenszenen, die sich nicht bewegten und auch wo nichts erzählt wurde, Kalif Storch. Das war auch das Erste, was eigentlich wieder verschwunden ist aus dem Park. Das ist der Eingang zu Wakubato. Das ist die Wasserfahrt, die wurde 2009. Ich werde nachher auf jeden Fall den Link zu dem Kanal hier in den Chat rein. Wartet mal. Hier, jetzt könnt ihr es sehen. Anderswohin heißt der Kanal und der Mann heißt Ulrich Krone. Ich weiß, ja, toll, danke Sven. Ich bewundere diesen Mann, aber kenne seinen Namen nicht. Na egal. Auf jeden Fall, der Kanal heißt Anderswohin. Alles klein geschrieben und zusammen. Ach, Quatsch. Erst hier auf dem Mondsee, so hieß inzwischen der Märchensee, eingerichtet. Jetzt im Winter ist die Wasserfahrt allerdings geschlossen. Phantasia, ich trinke einen Schluck. Phantasialand lässt inzwischen den Mondsee, den ehemaligen Märchensee, versanden. Überall haben sich jetzt hier Inseln gebildet, dazwischen fahren die Boote dann von Wakubato. Bis 1999 fuhren hier die Boote der Wikingerfahrt vorbei. Und genau hier an dieser Stelle lag seit 1967 das Seeräuberschiff Ilione. In den ersten Jahren waren oben an Deck doch jede Menge Seeräuberfiguren. Die waren dann nachher weg. Ich glaube, das war nach dem Sturm 1978. Und da, wo heute die Anlegestation von Wakubato ist, hat früher die Piratenhöhle gelegen. Ab 1979 war das die Wikingerhöhle, doch die zeige ich euch dann später. Jetzt führt der Weg hier über Treppenstufen runter zum Ufer. Ja, mit der letzten Treppenstufe stoßen wir auf einen anderen Weg. Das ist der Ausgang von Wakubato und das ist der Original-Uferweg von 1967. Und hier am äußersten Ende von Phantasialand. Ja, zu Wakubato, Simons, kann ich auch nur sagen, das Geld hätten sie wirklich, dann hätten sie einfach gar nichts auf dem See machen sollen erstmal und das Geld, was sie für Wakubato ausgegeben haben, in irgendwas anderes stecken sollen. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Ich meine, die dürfen da nichts hinbauen, was laut ist. Selbst Wakubato war ja zu laut am Anfang mit diesen Wassereffekten, die ja mal funktioniert haben und die ja heute nicht mehr wirklich funktionieren. Aber alles nur wegen diesem blöden Lärmschutz, ne? Wegen dem
wegen den Anwohnern drumherum, weil die sich ja immer ins Hemd machen. Und da gab es seit 1967 ein weiteres Märchen, das war der kleine Muck. Er ist dadurch bekannt geworden, er gehörte zu den letzten Märchen, die 2007 dann hier in Phantasialand abgeräumt wurden. Wisst ihr was, hier dieses Piratenschiff, ne? Ich habe immer bei dem 4D-Kino, habe ich immer gedacht, das Piratenschiff, also was im Film ist, das wäre das, was früher auf dem See war. Ich habe immer gedacht, die hätten das extra auf dem Schiff gedreht, aber ja gut, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Aber ich habe immer gedacht, das wäre das aus dem Film. Aber auch hier, ne, in dem Märchenteil, wie viel Liebe die auch schon dort da reingesteckt haben. Also da merkt man wirklich, dass das schon früher so war, dass sie wirklich mit viel Liebe und Details gearbeitet haben. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Heute machen sie natürlich das alles in ganz groß. Früher war das eben dann in den Märchensachen. Prost, Phantasia, danke. Und das könnte die Stelle sein, wo der kleine Muck bis 2007 gestanden hat. Der Ort könnte ungefähr stimmen. Es ging ein bisschen den Hügel hoch und da oben die Bauform von dem Gebäude hier stimmt auch. Ja, Simons, ich glaube, so einfach ist das leider nicht. Und ihr dürft auch nicht vergessen, das Phantasialand, den Löffel Hartz wird sehr, sehr gut gehen finanziell, ja. Aber egal, was die ja bauen, die nehmen ja auch immer wieder neue Kredite auf. Das ist nicht alles hier, der fährt nicht zu Intermin oder sonst wohin und stellt da 10 Koffer voll Geld hin. Ne, das sind auch nur Kredits. Also ich glaube nicht, dass er so viel Geld besitzt, dass er die ganz Brühl kaufen könnte. Also dem geht's gut, gar keine Frage. Aber ja. Aber es wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Phantasia, du bist echt voll negativ eingestellt, kann das sein? Auch gestern schon. So ein paar Meter weiter kommen wir zu dieser Stelle hier. Also hier ist der See völlig versandet. Das ging hier in den 60er Jahren vorne bis ans Ufer ran, das Wasser. Und hier gab es eine weitere Märchenszene oder besser eine Abenteuerszene. Hier war nämlich eine Darstellung von Robinson Crusoe. Gleich dahinter war in den 60er Jahren schon eine Höhle. Da war das Märchen Aladdin und die Wunderlampe drin. Das wurde dann später gegen andere ausgetauscht. Das hier könnte ein Überrest dieser Höhle sein. Und die Märchen, das waren die Bremer Stadtmusikanten und der Wolf und die sieben Geißlein. So, hier geht dann der Weg weiter um den See. Hier kam allerdings auch in den 60er Jahren keine Märchenszene mehr.
wir zum Valentinstag nichts draußen unternehmen können. Yay, Lockdown. Man kann sich ja auch für ein Date zu Hause schick machen und dafür gehören weiße Zähne für... Da drüben am anderen Ufer, da sieht man ein Gebäude mit einem Bootssteg. Das könnte der ehemalige Eingang zu den Wikingerbooten gewesen sein. Das ist der Parkplan von 6768 und ich habe mal die Seeräuberfahrt nach Cartagena die Strecke eingezeichnet. Wer von euch ist denn noch hier die Floßfahrt mitgefahren? Die gibt es auch nicht. Das sind jetzt Szenen von der Wikingerbootsfahrt, die 1979 die Seeräuberfahrt abgelöst hatten. Hier sind jetzt an der Seite auch Krokodile, Nilpferd und ein berühmtes Nashorn, das drei Jäger auf einen Baum jagt. Und jetzt fahren wir durch die Wikingerhöhle. Mal ganz ehrlich, Vaco Bato, ne? Ja, okay, es ist... ja, moderner, aber ich glaube, ich hätte dann lieber das gelassen, anstatt Vaco Bato da in den See zu setzen. Ich meine, bei der Floßfahrt ist jetzt auch nicht wirklich viel passiert, aber man hatte wenigstens was zu gucken. Man ist durch diesen Tunnel gefahren, da sieht man das ja gerade, und dann hat man so ein paar Animatronics da gehabt. Also das hätte mir heute... persönlich immer noch besser gefallen, wie dieses Vaco Bato-Gedöns da hinten im Wasser. So verschenktes Geld, was da rumschwimmt. So, jetzt wird das wahrscheinlich gerade sehr laut sein bei euch im Stream mit dem Ton. Aber das habe ich ja eben schon erwähnt, ne? Das sind ganz alte Aufnahmen, da ist mal der Ton was lauter, mal was leiser. Wir sind so schief, ne? Da ganz oben links sieht man ein Schloss im Wasser liegen. Da ist in den 60er Jahren das Boot auch durchgefahren. Und am Ende der Bootsfahrt, da warteten Elefanten und die Ruinen von Atlantis. Wenn ich mich nicht täusche, dann sieht man hier im Wasser die Schienen noch von der Wikingerbootsfahrt liegen. Aber stopp, sind die Wikingerboote nicht von einem Seil durchs Wasser gezogen worden? Oder war das wirklich auch so eine Fahrrinne oder so Schienen? Ist das nicht wie im Europapark, diese Floßfahrt, dass die quasi an so einem Seil unten fest sind und im Wasser sind dann quasi nur so Laufspulen verteilt gewesen? Vom Würmeling-Express aus hat man eine geniale Sicht auf den heutigen Mondsee, den ehemaligen Märchensee. Das ist der Plan von 6768 von dem Gebiet am rechten Uferrand, jetzt schwarz eingekreist.
Hier steht seit 2002 Woostown mit den beiden Spinning Coastern Vinyas 4 und Vinyas 4. Zwei so tolle Bahnen, ne? Aber wenn diese dämliche Wartezeit bei den Bahnen nicht immer wäre. Wenn das Phantasialand gut besucht ist, dann steht man da echt so lange an für so eine kurze Fahrt. Leider. Aber mit Woostown hat das Phantasialand natürlich auch was mega Geiles gebaut. Also meiner Meinung nach. Von außen vom Würmling Express aus sieht das Gebäude so aus. Von 1967 bis 1992 befand sich hier das Hawaii Restaurant. Das war ein größeres Restaurant, es hatte so um die 500 Plätze. Es gab einen Innenbereich, es gab einen Außenbereich und es gab einen Spielplatz. 1993 wurde dann hier eben dieses Kinderland errichtet und 2002 ja, moin, das hier ist eine Original-Serviette aus dem Hawaii-Restaurant, die ich noch besitze. Ein Schluck war noch drin. Danke, dass du dran denkst. Vom Würmling Express aus hat man auch eine sehr schöne Sicht auf das Ufer auf der rechten Seite des Sees. Hier befand sich 1967 einmal ein großer Spielplatz, der gehörte zum Hawaii-Restaurant. Daneben war eine Marionettenbühne und ganz links auf der Seite war das Dornröschenschloss. Man sieht das an den Terrassen noch, wo da was gestanden hat. Das hier sind Bilder vom Spielplatz 1968. Und das hier ist dieses wunderschöne Dornröschenschloss. Eigentlich ziemlich groß und war auch mit herrlichen Szenen ausgestattet. Und gleich daneben gab es das Ponyreiten, da waren auch ein paar Western-Szenen ausgestellt. Das ist der Platz, da ist heute ein Lager von Phantasialand und derzeit sind dort Containertoiletten. Das war der. Ja, Simons, ich verstehe das auch nicht mit den Anwohnern. Ihr habt ja gerade gehört, diese Containertoiletten, ne? Mal ganz im Ehrlich, was macht das Phantasialand da? Warum Containertoiletten, warum? Ich meine, okay, da ist ein Zaun vor, man sieht sie nicht direkt, aber warum so eine Scheiße? Bitte, lass diese Toiletten weg. Ich meine, der Bereich hat wirklich wenig Toiletten. Ich glaube, nur diese zwei in Woostown selber. Aber dann, oder baut ein schönes, thematisiertes Toilettenhäuschen, keine Ahnung, aber doch nicht Container. Phantasialand, bitte. Der erste Teil des Videos Phantasialand damals und heute. In dem ersten Teil habe ich euch jetzt das Gelände rund um den Märchensee, den Mondsee gezeigt. Im zweiten Teil, da zeige ich euch dann die Sachen, die Alt-Berlin betreffen und den Rest des Parks. Bis dahin, in diesem Sinne, tschüss. Ja, wie gesagt, ich finde, dieser Mann, der hat definitiv viel, viel mehr Abonnenten verdient. Ich lasse jetzt ja auch mal kurz seinen YouTube-Kanal offen. Definitiv mehr Abonnenten verdient. Er macht die Videos so, so gut. Und ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch mit mir zusammen den zweiten Teil anschauen oder wollt ihr euch den lieber später oder die Tage selber anschauen? Also die Zeit hätte ich auf jeden Fall noch und ich werde das so oder so noch gucken. Deswegen, ja, wenn ihr noch Bock habt, werde ich auf jeden Fall den zweiten Teil jetzt nochmal anmachen. Also das müsst ihr mir jetzt sagen, ob wir den zweiten Teil noch schauen. Weil da gehen wir natürlich dann auch so ein bisschen mehr in die Richtung, wo jetzt neu, also das neue Berlin ist,
Da hat sich ja mega viel geändert, eigentlich fast alles, bis auf die Main Street. Ja, also wenn ihr Bock habt, gucken wir gerne noch gemeinsam den zweiten Teil. Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Ach. Also das müsst ihr mir sagen. Da war sie wieder, die Tonne. Also die Toiletten hinter Fantissima, die konnte man eigentlich immer benutzen. Also die kann man, ich konnte da immer hin. Ich meine, da die findet fast keiner mehr oder kennt keiner mehr. Da ist nichts mehr los. Aber Alex, ja, du musst es ja wissen, aber vorübergehend standen die Container ja jetzt nicht wirklich, oder? Die standen ja schon wirklich sehr, sehr lange da. Natürlich, die Nachfrage in dem Bereich, ich habe ja eben gesagt, also in dem Bereich gibt es wirklich nicht viele Toiletten, bis auf die in Woostown selber. Was am Arsch. Alles klar, danke Chris und Mareike, dass ihr an meinen Wohlbefinden... Ja, haut direkt eure 300 Punkte... 400! Yo! Soll ich jetzt ein ganzes Glas ächzen oder was ist da los? Das soll nur eine Erinnerung sein, dass ich trinken soll. Ne? Das heißt nicht, dass ich bei jedem Einsatz eigentlich trinken muss. wo war ich jetzt gerade mit den Toiletten? Da muss ich jetzt gleich auf jeden Fall auch mal hin, verdammt. Naja, so eine Anlage kostet viel. Da investiert man lieber in Rugburg. Ja, ist mir natürlich auch lieber, ne? Aber ich glaube, so Pipi-Container sind auch jetzt nicht gerade günstig, ne? Ich weiß nicht, ob die gekauft sind vom Phantasialand oder ob die gemietet sind, aber ich glaube, so günstig sind die Dinger auch nicht. Naja, das ist auch egal. Ich möchte jetzt hier nicht über Toiletten diskutieren. Mareike trinkt immer mit. Ja, aber ich muss jetzt so langsam echt mal auf Tö. Die Toiletten hinter Fantissima, nach meines Wissens existieren die noch. Also ich habe sie auf jeden Fall noch benutzen können im letzten Jahr. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, es ist ja jetzt auch nicht bös gemeint. Ich finde es nur, ist ja gut, dass eine schnelle Lösung gefunden wurde mit den Containern, aber es ist eben nicht Phantasialand typisch, ne? Einfach so Baucontainer. Das wollte ich eigentlich damit sagen und mehr eigentlich auch nicht. Ich meine, das Phantasialand hat so schöne Toiletten. Aber das hatte ich ja gestern schon im Stream gesagt. Ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie das Phantasialand schlecht reden, nur wegen den Toiletten. Ihr wisst, dass ich das Phantasialand liebe. Von mir aus bauen sie ein Containerhaus mit Toiletten dahin. Aber trotzdem würde ich es persönlich nicht schön finden und nicht Phantasialand typisch. Ich war im Sommer auch noch darauf. So, daher. Leute, also wir gucken noch Teil 2, wenn ihr Bock drauf habt. Also ich werde es auf jeden Fall gleich anhaben. Ihr könnt ja im Chat bleiben und gemeinsam gucken. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt ganz kurz auf Toilette gehen und ganz kurz in die Pause, ja? Gebt mir bitte 5 Minuten. Ich bin in 5 Minuten zurück. Unterhaltet euch gemeinsam schön im Chat. Und wir sehen uns dann gleich wieder zum zweiten Teil Phantasialand damals und heute. Also bis gleich.
Hey, oh. So, ich bin jetzt sofort wieder für euch da. Das ganze Gerede von Toiletten hat mich echt animiert zum Pipi machen. Und das ganze Trinken. Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Na toll, jetzt habe ich verkackt. 10.000 Schablonen aufgemacht. Sorry dafür. So, kann ich auch die Musik wieder was leiser machen hier. Ejo. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt mit dem zweiten Teil an. Okay, werde ich mal nachschauen. Ja, ich bin nicht so der Wassertrinker. Also ich mag wirklich eigentlich nur Mineralwasser. Stilles Wasser kann ich gar nicht trinken. Aber so Wasser mit Geschmack geht eigentlich schon. Ja. So, ich würde sagen, ich wechsle dann mal wieder in die Live-Szene. Und werde mir jetzt mal wieder den Stöpsel ins Ohr machen, damit ich auch was vom Video höre. Ja, oder so. Das wäre natürlich auch sehr lieb, Alex. Anderswohin unterwegs. Guten Morgen. Heute wieder aus dem Phantasialand. Das ist der zweite Teil des Videos Phantasialand heute und damals. 1967 wurde Phantasialand als Märchenpark gegründet. Das ist der Plan von 67-68.
Das ist jetzt der Parkplan von 1970 und man sieht neben dem Märchenpark, den es weiterhin gibt, ist ein neuer Themenbereich dazugekommen, Alt-Berlin. Das ist heute die Main Street des Phantasialands. Gleich nach dem Eingang, da ging es ein paar Treppenstufen runter, da kam man zum Neptunbrunnen und dann ging es diese eine Straße lang, so wie es heute auch noch ist. Es sieht halt ein bisschen verändert aus. Geendet hat die Straße am Brandenburger Tor. Ein bisschen verändert. Also ich finde schon, natürlich die Main Street ist ja an sich so geblieben, aber dieses Brandenburger Tor, das fehlt mir schon irgendwie. Natürlich, man hat jetzt den Wellenflug so als zentralen Punkt. Also ne, wenn man da durch die Main Street schaut, dann sieht man den Wellenflug. Ist auch schön, aber irgendwo dieses Brandenburger Tor, das war so das Symbol, finde ich, mit dem Neptunbrunnen direkt vorne, ne, wo jetzt das Dampfkarussell steht. Im Parkplan von 1970, da gibt es ein Foto, wie der Eingangsbereich damals ausgesehen hat. Und das ist ein Foto von 1986. So hat der Eingang 86 ausgesehen. Das ist der Neptunbrunnen, dem originalen Neptunbrunnen aus Berlin am Roten Rathaus nachempfunden. In den ersten Jahren fuhr ein Bus die Main Street lang, da konnte man mitfahren. Und das hier ist der Wintergarten, den gibt es bis heute. Der ist einem ganz berühmten Theater in Berlin nachempfunden. Das Original-Varieté Wintergarten. Im Wintergarten, finde ich, gab es auch bis heute immer die besten Shows aus dem Phantasialand. Also ich finde ja Musatheum richtig gut. Also ich mag so Shows mit Artistik. Deswegen kann ich auch jedem wärmstens Fantissima empfehlen. Wer kulinarisch begeistert, Sven, hör auf zu reden. Begeistert werden möchte, sollte Fantissima auf jeden Fall besuchen und dann die Show mit den Tänzern und die Artistik und ja, das ist, Fantissima ist einfach Weltklasse. Musatheum, wie gesagt, da sind für mich, meiner Meinung nach, immer die besten Shows drinne und selbst die Wintershow, also im Wintertraum, finde ich auch richtig schön gemacht. Dann, wenn sie es dann da in dem Saal sogar schneien lassen und von der Stimmung her finde ich sogar die Wintershow immer irgendwo ein bisschen besser. Das stand am Bahnhof Friedrichstraße und wurde 1944 zerstört. Im Phantasialand sind der Wintergarten, eine Waffelbäckerei und das Restaurant Alt-Berlin. Die Waffelbäckerei. Ich bin so froh, dass die Waffel, die ist schon immer am Phantasialand Kult gewesen. Und die habe ich schon früher als Kind so oft gegessen und ich bin so froh, dass die das da so geil optimiert haben mit den ganzen Toppings. Und oh, ich liebe die Waffeln aus dem Phantasialand. Früher muss man im Wintergarten eine D-Mark bezahlen. Ah, okay. Ja, danke, Willi. Ich brauche hier gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich lasse das Video einfach laufen. Das dann 2008 oder 2009 zu unter den Linden wurde. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, man hat gerne die Mark bezahlt für diese Show im Wintergarten. Weil die Shows, wie gesagt, die waren immer was Besonderes im Wintergarten. Immer pompös von den Kostümen her. Man hat dort Sachen zu sehen bekommen, die man sonst nicht so gesehen hat. Also bis jetzt immer Weltklasse gewesen. Wurde noch original auch von 1970. 2009 wurde das Brandenburger Tor abgerissen. Vorne am Eingang auf der linken Seite das Café, das ist Heinus Café, das wurde 1999 eröffnet. Und fast direkt neben Heinus Café, da tut sich aktuell was Neues. Dort wird nämlich der Eingang zu Rockbox sein, das ist die neue Attraktion mit der Achterbahn Fly. Und ein Hotel kommt ja auch noch dazu. Den Eingang zu Rockburg, den macht man als U-Bahn-Station, also eine U-Bahn-Station mitten in Berlin. Gar nicht so unlogisch. Nicht weit vom Eingang zu Rockburg, da liegt das Hotel Tartuff. Das nennt sich eigentlich das verrückte Hotel Tartuff. Das wurde 2012 eröffnet und hier ein paar Bilder von der Eröffnung. Das ist ein sogenanntes Pfannenhaus. Eigentlich, früher nannt man sowas Altweibermühle. Da geht es so 27 Zimmer, ein Laufgeschäft. Da geht es über Rüttelbretter, sich bewegende Leitern und Treppen. Habt ihr das gerade gesehen? Im verrückten Hotel Tartuff?
dann dem Bett, was an der Wand ja angenagelt ist, da lag jetzt gerade, beziehungsweise der Kopf war da von einem echten Darsteller. Also das habe ich so noch nie gesehen, wenn ich da selber durchlaufe. Bei mir ist da immer nur das Kopfkissen zu sehen. Gegenüber dem Restaurant unter den Linden, da ist das Schauspielhaus. Das ist eigentlich ein Kino. Da wird der Film Pirates in 3D gezeigt, aber im Phantasialand hat man daraus 4D gemacht. Das Schauspielhaus ist der Nachfolger der Scala. Die Scala wurde 1977 eröffnet. Das ist der Nachbau des gleichnamigen Varieté-Theaters in Berlin, das dort von 1920 bis 1944 gestanden hat. Von 1977 bis 1983 gab es hier die sogenannte Affenshow Klimbimski. Das war das erste elektronische Theater Deutschlands, das hier stand. Das Video war. Die Show kenne ich auch noch. Da waren wir auch, glaube ich, eigentlich, wenn wir immer im Phantasialand waren, waren wir auch da drin. Auch wenn das alles nur, also was heißt nur, auch wenn das, zu der Zeit war das ja schon hochmodern. Die Show war wirklich schön gemacht mit den ganzen Püppchen, mit der Musik. Also, fand ich gut. Was ihr gerade seht, das ist der Nachfolger der Affenshow Klimbimski. Das ist die sogenannte Starparade. Die wurde von 1983 bis 1998 aufgeführt. Die Starparade, das war auch ein elektronisches Puppentheater. Es hatte auch den Titel Das Festival der Tiere. Denn es waren Tiere, die hier auf der Bühne standen und Musik machten und gesungen haben. Also zu deren Zeit oder zu dessen Zeit war das ja schon echt Wahnsinn. Ich meine, wenn man das heute so sieht, denkt man sich auch, okay. Aber ist schon Wahnsinn, was das Phantasialand zu der Zeit auf die Beine gestellt hat. 1999, da hat Phantasialand hier kräftig in Alt-Berlin gearbeitet. Da wurde umgestaltet und da wurde erweitert. Und die Fassaden wurden teilweise kräftig verändert. Aber richtig schön gemacht. Ja, und an der Stelle hier, wo sich das Kettenkarussell dreht, da wurde 2009 das Brandenburger Tor abgerissen. 2009 wurde das Brandenburger Tor abgerissen dort? So lange ist das schon her? Jetzt 12 Jahre? Boah, das kommt mir überhaupt gar nicht so lange vor. Krass. Wenn ich mir die Deko hier unten am Kettenkarussell anschaue, habe ich das Gefühl, das könnten die Figuren vom Neptunbrunnen sein. Zumindest zu einem Teil. Krass, wurde das jetzt auch gerade erwähnt mit dem Neptunbrunnen und jetzt mit den Figuren am Wellenflug? Stimmt eigentlich, ne? Ist mir jetzt gar nicht so erst aufgefallen. Hinter dem Brandenburger Tor, da gab es einen Wendehammer. Nicht ohne Grund, hier haben der Bus und die Pferdestraßenbahn gedreht. Die Pferdestraßenbahn, die habe ich übrigens nur ein einziges Mal fahren sehen. 1987 hat man auf dem Platz, wo auch der Wagen der Pferdestraßenbahn als Deko stand, ein Nostalgie-Karussell hingestellt. Hier sieht man das Brandenburger Tor und gleich daneben steht der Straßenbahnwagen. Der hat also seine Position gewechselt. Das Karussell wurde 1997 dann von Michael Jackson gekauft. Der hat es dann zur Neverland Ranch transportieren lassen. Auch, ne, was müsst ihr mal überlegen, der Michael Jackson hatte einfach mal Sachen aus dem Phantasialand auf seiner Neverland Ranch stehen. Wie geil ist das denn bitte? Geil, 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 ey. Also so viel Geschichte in diesem Park. Ein Jahr später, 1998, stand hinterm Brandenburger Tor dann ein neues Pferdekarussell.
Das war ein sogenanntes Dampfkarussell. Das blieb dort stehen bis 2009. Dann wurde es nach vorne zum Eingang hin verlegt. Ja, genau, Willi. Der ganze Bereich hinter dem ehemaligen Standort vom Brandenburger Tor, der wurde umgebaut, und zwar 2010 entstand hier der sogenannte Kaiserplatz. Ein großes Veranstaltungsareal, hier finden verschiedene Shows statt. Jetzt hier im Wintertraum befindet sich hier eine Eisbahn. Aber auch hier muss ich jetzt mal kurz, nicht Kritik, aber ich meine, klar, der Platz, der bietet sehr viel Platz und es gab ja auch diese Shows abends, die es ja dann irgendwann nicht mehr gab, weil auch immer. Jetzt ist der Platz doch eigentlich ein toter Platz, also wirklich verschenkter Raum, außer im Winter wegen der Eisfläche. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich meine, der Platz ist wunderschön. Im Sommer, jetzt wo sie da auch diese Liegestühle haben, einfach da ein bisschen, ich meine, ja, was heißt, gut, ich habe eine Jahreskarte, dann kann man sich da auch mal hinsetzen für ein Stündchen und sich einfach nur sonnen lassen und die Atmosphäre genießen. Aber einer, der wirklich von weit her kommt, der möchte natürlich so viel nutzen am Tag, wie es geht vom Phantasialand. Ich bin der Meinung, das ist verschenkter Platz. Natürlich, wo es noch dann diese Abendshow gab, ja, gut, da hat man den Platz auch genutzt, aber jetzt, gut, jetzt in der letzten, beziehungsweise kurz bevor das Phantasialand schließen musste, wieder wegen Corona, haben sie den Platz ja auch gut genutzt, um die Verlängerung der Q-Line von Ruckburg, aber sonst ist das einfach ein toter Platz in meinen Augen. Ja, okay, Sonderveranstaltung, genau, hier Fantasy Pride, da steht dann natürlich auch eine Bühne und ja, das ist schon, aber wie oft ist das im Jahr, Willi? Wie oft? Das ist aber, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich finde den Platz schön, ja, aber ich finde auch so ein bisschen verschenkter Raum. Was ich an Phantasialand ja besonders schätze, das ist diese Detailverliebtheit. Das sind diese Kleinigkeiten, diese tolle Deko, die die hier machen. Und hier am Kaiserplatz hat man sich da richtig viel Mühe gegeben. Neben dem Kaiserplatz befindet sich dieser Bereich, da ist die Themenfahrt Maus und Schokolade, da ist eine Eisdiele und ein Infocenter. Der Bereich sah früher natürlich ganz anders aus. 1973 wurde hier das Café Oriental gebaut. Das bestand unter anderem aus dem Restaurant Ankara. 1992 wurden Café und Restaurant abgebrochen und 1994 konnte hier Galaxy eröffnet werden. Ab 2005 hieß das ganze Race for Atlantis und 2016 wurde das Gebäude abgebrochen. Und heute ist auf einem Teil des Geländes Mauser Schokolade ein interaktiver Dark Ride. Hier kann man in einer Berliner Tortenfabrik Mäuse jagen. Raid is a free-to-play action RPG for both PC and mobile. Rechts der Eisdiele. Mauser Schokolade ist ja für mich der schönste Dark Ride im Phantasialand. Sie haben ja auch eigentlich kaum nur noch kaum Dark Rides, außer ja die Geister-Rikscha und die Hollywood-Tour. Noch ein Dark Ride? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Für mich früher für mich der schönste Dark Ride war die Silbermine.
Der schönste und echt ein schön langer, ne? Aber heute ist es Maus aus Schokolade. Gang, da geht's zum Mondsee und nach Woostown. Linker Hand lag früher das Café Oriental und auf der rechten Seite die Gondelfahrt 1001 Nacht. Hier sehen wir die Gondelbahn eingezeichnet auf dem Parkplan von 1970. Jetzt ein paar Bilder aus den 70er Jahren. Hier sieht man sehr schön den wasserspeienden Totenkopf. Und da sieht man die Buddha-Statue, an der man vorbeifuhr. Die Gondeln fuhren früher einzeln, später dann im Dreierpack zusammengeschnürt. Und man fuhr in dieses Drachenmaul hier rein. Drinnen sah man dann Szenen aus 1001 Nacht, dargestellt durch Animatronics. Da sah man Ali Baba in seiner Höhle, man sah den Zyklopen, man sah den Kampf mit dem Drachen, man sah den Vogelrock. Um nochmal auf den Berliner Platz dazu kommen, Willi, also ich würde mir jetzt auch nicht wünschen, dass die jetzt, so wie er jetzt ist, da jetzt auch noch, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 kleine Flatrides da einfach reinklatschen. Das natürlich nicht. Aber klar, die haben das so geplant mit den Shows, aber die Shows haben sie ja dann irgendwann aus was für Gründen auch immer weggelassen. Hätte man vielleicht mit den Shows nicht gerechnet oder geplant, hätte man vielleicht das optisch irgendwie mit noch 2 weiteren Flatrides in Berlin-Style verpacken können. Dass das, ich mag dieses Aufgeräumte da, ne? Und wie gesagt, das ist ein schöner Ort, um sich einfach mal zu entspannen, die Musik zu genießen, einfach da zu liegen und zu beobachten, sein Eis zu essen. Gar keine Frage. Aber zum jetzigen Stand wird dieser Platz nicht mehr oft genutzt und das finde ich schade. Und da das Phantasialand sowieso mit Platz zu kämpfen hat, also mit Platz, um was Neues zu schaffen, finde ich, ist das zum jetzigen Stand verschenkter Raum. Erinnert ihr euch auch noch an dieses Quietschen der Gondeln, wenn die um Kurven fuhren? Ich meine, ein Jahr nach dem Bau der Gondelbahn, also 1971, wurde vor der Gondelbahn die Bottichfahrt aufgebaut. Die Bottichfahrt, bei der man frei auf dem kleinen See rumfahren konnte, wurde 1993 durch den Walzertraum abgelöst. Der Walzertraum, das war dann eine feste Route, die durch Blumenbeete führte. 2009 wurden Walzertraum und die Gondelfahrt 1001. Guten Abend, Marvin. Ich bin jetzt weitergegangen und am Mondsee angekommen. Hier standen mal die Gebäude von Galaxy bzw. Race for Atlantis. Da hinten, wo Woostown ist, da war mal das Hawaii-Restaurant. Und da war mal die Anlegestelle der Seefahrt nach Cartagena bzw. später der Wikingerfahrt. Ich gehe jetzt den Weg zurück zum Kaiserplatz und auf der anderen Seite des Kaiserplatzes die Treppe hoch und da habe ich diese Aussicht. Dieser Bereich hier gehörte 1970 tatsächlich auch schon zum Park. Hier war 7071 eine Traglufthalle und da war das Delfinarium drin. Da schwammen Delfine drin. Sehr, sehr gut, dass das Phantasialand irgendwann weggekommen ist von den Tieren. Gerade von solchen Tieren. Also ich finde, ja, ich will dieses Thema jetzt eigentlich gar nicht anschneiden. Also ich halte nicht viel von Parks mit Tieren. So, Punkt. Die waren dressiert und konnten Kunststücke. 1972 baute man den Delfinen dann ein festes Gebäude. Das stand bis 1991. 1992 wurde das Haus dann umgebaut und zwar zum Aquatheater. Ja gut, das war dann eine Wasserakrobatikschau. 1997 baute man das Haus dann um zur Arena de Fiesta. Und so steht sie heute noch da und da läuft Dreams on Ice, die Eisshow. Neben dem Delfinarium, da baute man einen kleinen mexikanischen Themenbereich. Das war die Hacienda de Mexico oder vorher Hacienda Don Pedro, ein mexikanisches Restaurant, 2014 abgerissen. Und die Casa Magnetica, das sogenannte schiefe Haus, das bis 2011 stand. In diesem Haus war alles schief. Durch einen optischen Trick gelang es, dass zum Beispiel Wasser aufwärts laufen konnte. Da gab es mehrere Shows am Tag. Und in Mexiko, da gab es dann auch den zweiten Eingang zum Phantasialand.
ab 1974, da gab es hier den Phantasialand-Jack. Diesen Monorail, diese Einschienenbahn, die fuhr rund um Alt-Berlin eigentlich. Es gab drei verschiedene Züge, jeder hat... Die vermisse ich ja auch so ein bisschen, diese Rundfahrt im Phantasialand. In einem Europapark kann man mit dem Zug durch den Park fahren. Eigentlich fast jeder Park hat irgendwie so eine Rundfahrt. Klar, Platzmangel, ja. Aber das vermisse ich schon, den Jet vermisse ich. Das war so immer mal, um zu entspannen, einfach mal um den Park zu fahren, um alles zu sehen. Fand ich eigentlich echt gut. Hatte etwa 30 Meter Länge und eine Fahrt, die dauerte etwa 10 Minuten. Als Bahnhof oder Stationsgebäude, da diente dieses grün-gelbe Gebäude. Im Erdgeschoss war ein Imbiss, der Monorail Snack. Und jetzt fahren wir mal eine Runde mit. Machen Sie darauf aufmerksam, Rauchen, Essen und Trinken ist an Bord nicht gestattet. Zu unserer rechten Seite haben wir jetzt Silver City, die Westernstadt im Phantasialand, mit Sheriff Office, Kirche, Western... '84 wurde zwar erst die Silbermine eröffnet, aber 1983 stand das Gebäude schon und in der oberen Etage der Silbermine baute man den Zeittunnel und da fuhr die Einschienenbahn der Phantasialand-Jet durch. Hier gab es Animatronics zu sehen, sie zeigten Steinzeitmenschen, Mammut und Dinosaurier. Aber die Tonqualität im ersten Teil war besser. Hier bin ich jetzt gerade sehr echt laut, leise. Ja, der Zeittunnel. War auch interessant, ne? Mit den ganzen Dinos, mit den ganzen Neandertaler. Da hat man auch noch was gelernt nebenbei. Ja, 2008 wurde der Phantasialand-Jet abgerissen und das war auch das Ende des Zeittunnels. Dann gab es noch einen Blick auf den Märchensee und dann ging es an Alt-Berlin vorbei. Halt schon witzig, das nochmal so zu sehen, ne, wie es früher war. Und wo das alles stand, inklusive der Westernstadt, da kommen wir gleich noch zu, da steht heute Klugheim. Also, dass die Westernstadt gewichen ist für Klugheim und Taron, finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Natürlich war sie schön, aber das ist natürlich... schon 10-mal geiler. Aber mal ganz im Ernst. Alt ist schön, aber neu ist besser. Und das ist der Bereich, wo Klugheim größtenteils drauf aufgebaut ist. Das ist nämlich die 1974 eröffnete Westernstadt Silver City. Die wurde 2014 abgerissen. Hier gab es einen Saloon, wo Shows drin stattfanden. Es gab einen Fotografen. Die Polyreitbahn war zeitweise hierhin umgezogen. Und es gab ein Restaurant und eine Kirche und eine Bank. Und der Eingang zur Westernstadt, das war der Eingang zu einem Fort. Trotz aller Nostalgie, Klugheim ist schon sehenswert.
ja, der Spruch gilt nicht für alle Parks und ja, man sagt ja, weiß ich nicht, sagt man nicht eigentlich, alt ist schön und neu ist nicht immer besser, aber hier trifft auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, zu, dass neu besser ist. Was natürlich auch zur Westernstadt gehörte, das war die Silbermine. 1984 war sie eröffnet worden. Das war ein. Wusstet ihr, dass ihr von der Silbermine noch jede Menge Sachen sich im Phantasialand befinden und dass man sie sogar sehen kann? Wenn ihr von Berlin oder Schurusstand, wir gehen jetzt vom Schurusstand Richtung Klugheim, also quasi am Burger, wie heißt denn das? Da, wo man die Burger essen kann, ne? Bei Chiapas, oben. Wo man links zu Tarong gucken kann, rechts guckt man zu Chiapas. Geht man geradeaus, dann kommt ja diese Unterführung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Links dann das große Tor zu Klugheim rein und geradeaus würde es zu Colorado gehen. Ihr geht links nach Klugheim rein. Auf der rechten Seite sieht man so mehrere Tore, Holztore. Und wenn du da mal durch einen Spalt springst, seht ihr wirklich noch Teile von der Silbermine. Eine Fahrt mit dem Minenzug durch einen Berg. Man kam da durch eine mexikanische Hacienda. Ich glaube, die wurde gerade von Banditen überfallen. Und kam noch zu einem Vorhin. Da fand gerade ein Kampf zwischen Soldaten und Banditen statt. Insgesamt dauerte die Fahrt 10 Minuten. Und man hat 120 Animatronics sehen können. Ganz am Anfang, da gab es eine Röhre, wo man durchfuhr, da drehten sich die Wände und man hatte das Gefühl, die ganze Mine stürzt ein. Das kann ich hier gar nicht beantworten, Travelwin. Kann aber auch gut sein, ne? Das war vielleicht auch noch ein Teil. Wobei da, glaube ich, sind Personalräume. Aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Stimmt, der Zeittunnel müsste da sein, ja. Und ich meine, unterm Zeittunnel waren viele Personalräume. Wenn ihr nämlich oben beim China-Imbiss seid, ist eine Tür, da kommt man zu Personalräumen. Rückwand von Klugheim, da finde ich diese Wand mit Fenster. Ich glaube, das sind die aus der Silbermine von der Hacienda. ...1974 kam das Ende des Ponyreitens in der Westernstadt. Stattdessen wurde dort eine Bobbahn gebaut, die Bobbahn 1 und die Bobbahn 2. 1989 in Gebirgsbahn umbenannt. 30 Meter war das Ganze übrigens hoch, die Fahrtstrecke 1 Kilometer lang. Es gab eine untere Strecke, motorbetrieben fuhr der Bob dort und es gab die große. Die motorbetriebene hieß übrigens Grand Canyon Bahn. 2001 ist das Ganze hier abgebrannt. Thank you.
das war schon cool, echt. Ist etwas erhöht gebaut worden, dadurch fällt der Anstieg nach Chinatown jetzt weg. Und jetzt sind wir in Chinatown, der Bereich, der wurde 1981 eröffnet, mit Tempeln, Pagoden, mit dem China-Snack, mit Tanaka Theater. Ob das so erwünscht war oder erlaubt war, Phantasialand, weiß ich auch nicht. Und so sah der ganze Bereich 1981 aus. Die Büsche sind noch nicht so hoch gewachsen und da hinten, wo die Bäume stehen, da steht heute ein Hotel. Ah, krass, die Veränderung, echt. Und da, wo heute der Feng Yu Palace steht, da stand damals das Tanaka Theater. Von 1991 bis 1993 lief hier die Tanaka Show. 1994 wurde die Show Feuer, Wasser, Licht hier gezeigt. Und das sind jetzt Aufnahmen davon. Das Tanaka Theater wurde bei dem großen Feuer 2001 so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden musste. 2002 wurde der Feng Yu Palace ein Madhouse hier eröffnet. Ja, Simon. Das war auch eine schöne Show. Meine Strahlen können Elemente bezwingen. Gab es dann den Michael Jackson Klassiker We Are the World. Und dazu eine Menge singender Blumen. Gleich neben dem Feng Yu Palast befindet sich bis heute der China Snack. Und gleich gegenüber befindet sich der Eingang zur Geister Rikscha. Die stammt ebenfalls von 1981 und ist damit die älteste Themenfahrt hier im Phantasialand. Die gilt als längste unterirdische Themenfahrt in Europa. 250 Meter ist sie lang. 8 Minuten dauert ein Durchgang. 100 Gondeln fahren hier und 12 Szenen gibt's zu sehen. Hey, hey, ho! Daraus 4D gemacht. Oh nein! Das Schauspielhaus ist der Nach. In dem Feng Yu. Entschuldigung. Ja. Upsi. Und diese Minenachterbahn steht hier seit 1996. Die Colorado Adventure, die auch mal Michael Jackson Thrill Ride hieß. Thank you.
diesem Plan kann man es sehr schön sehen. Unterhalb der Geister-Rikscha steht das Cine 2000, ein 180-Grad-Kino von 1978. Das stand zunächst da, wozu dann die Silbermine gebaut wurde und wurde 1987 hier hergestellt. Der Name war dann Galaxy 360. 1995 wurde es geschlossen. Hier war in den 80er Jahren noch eine Bühne für chinesische Artisten. Die wurden 1986 abgelöst durch die Acapulco-Todesspringer, die aus 30 Meter Höhe in ein Wasserbecken sprangen. An der Stelle wurde dann 1989 der Superglobe gebaut. Das ist das heutige Silverado-Theater. Und da, wo seit 2006 die Black Mamba fährt und der afrikanische Bereich ist, da waren vorher die Busparkplätze. Da, wo sich seit 2007 Talokan dreht, stand seit 1983 das Rundfahrgeschäft Spider. Das wurde 1985 abgelöst durch den Condor. Um Condor hatte man aus der Höhe eine sagenhafte Aussicht. Da konnte man bis weit hinter die Gebirgsbahn gucken. Du willst zum Valentinstag ja, für deinen Loop, Partner noch mehr strahlen und cool. deinen Zähnen zu neuem Glanz verhelfen? Wir sind. Und das hier ist der sehr schöne Bereich von Chiapas, 2014 eröffnet. Das ist der Bereich, der stand vorher ein Teil von Silver. Aber jetzt noch mal Hand aufs Herz. Ich meine, wir finden das alles ganz toll, dieses Nostalgie, und es gibt auch viele Leute, die schreiben, ja, das soll alles bleiben und ich weiß nicht, wenn ich das natürlich jetzt sehe, jetzt gerade auch Mexiko, wie geil das geworden ist, dann finde ich es schon okay, dass da ein paar Sachen weichen mussten für solche Themenbereiche. Das Phantasialand ist schon krass, so wie es heute ist. Miriam, alles klar, ich habe es gesehen, ich werde wieder einen Schluck trinken und ja. Dass ihr immer das benutzt, das mit dem Wassermarsch, anstatt euren Chat hervorzuheben. Aber gut, dann trinke ich jetzt aus, ja? Das sind ungefähr 3 Schlückchen. Es waren sogar 4. Ihr könnt eure Kanalpunkte aber auch sammeln, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also die sind nicht verloren. Im nächsten Stream fangt ihr wieder da an, wo ihr aufgehört habt. City. Und hier standen die Wildwasserbahn 1 und die Wildwasserbahn 2, die 1974 eröffnet wurden. Das war übrigens die erste Anlage ihrer Art innerhalb von Deutschland. Zunächst war das übrigens eine lange Bahn. 1991 hat man die in 2 kürzere aufgeteilt. 2002 hat man die Wildwasserbahn umbenannt in Stonewash Creek und Wildwash Creek. Und 2011 wurde das Ganze abgerissen. Und hier ist wieder, was ich an Phantasialand so mag, diese Detailverliebtheit. So, das war jetzt das, was ich euch zeigen wollte vom Phantasialand heute und damals. Da ich aber während des Wintertraums hier war, möchte ich euch gerne noch ein paar Bilder vom Wintertraum zeigen. Diese Lichterpracht ist unglaublich schön. Ja. Ich finde wirklich, dass der Mann mega gute Arbeit gemacht hat, und ich finde es sowieso cool, dass er sich, na, ich sag jetzt mal, trotz seinem Alter, sich noch an YouTube dran wagt, aber mit seinen Erfahrungen, Eindrücken, die er gesammelt hat über sein ganzes Leben, finde ich, seine Videos sind einfach authentisch und richtig gut aufgebaut. Wie ich es vermisse, ey. Ich kriege jetzt gerade wieder fast Pipi in den Augen, ne, wenn ich das Ganze hier gerade sehe. Oh, ey. Ja, Kirmes Markus finde ich aber auch nicht schlecht, ne? Also, auch
ich verspreche mich sehr oft oder meine Satzstellung ist auch nicht immer perfekt. Jeder hat so sein. Das war's dann aus dem Phantasialand. Schaut euch, wenn ihr euch für die Geschichte interessiert, auch mal den ersten Teil von Phantasialand heute damals an. Ihr findet ihn in der Playlist Phantasialand Nostalgie. In diesem Sinne, tschüss. Ja, ich feier ihn. Ich zeige ihn nochmal. Anderswohin, Ulrich Kronenberg. Wie gesagt, er hat viele tolle Videos, nicht nur Phantasialand, auch aus dem Europapark. Ne? Das sind so Sachen, hast du das gewusst? Da erzählt er auch wieder über ganz viele Fakten. Und ja, ich glaube, er hat sogar ein Video, wo er alle Parkpläne irgendwie zeigt. Ja, oder hier, was wurde aus dem Safari-Park, was wir ja eben gelernt haben, dass der auch vom Phantasialand, also von den Löffelharz war, oder wo die auch die Finger mit drin hatten. Und ja, mega. Ich würde mir wünschen, wenn ihr später auf jeden Fall hier auf seinen Kanal geht und hier noch so ein paar Abonnenten draufpacken würdet. Ich werde ihn definitiv auch abonnieren und sogar die Glocke aktivieren. So, damit ihr es auch gesehen habt, dass ich es schon gemacht habe. Ich bin richtig, richtig begeistert und war auch froh, dass ich das heute gesehen habe. Ja, und jetzt gehen wir auf Credit. Ach. Ja, und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen, dass wir gemeinsam das Video geschaut haben. Augenblick mal kurz. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Ich mache sie nochmal ein bisschen leiser. Ich wollte es euch einfach zeigen und heute auch nochmal auf dem Kanal hier Freizeitpark-Content liefern. Wie ich es gestern ja schon gesagt habe, ich werde hier aber auch Gaming machen, aber da mache ich natürlich dann auch keine Werbung auf Freizeitpark-Blog. Wenn ich was mache über Freizeitparks, dann mache ich auch Werbung auf meinem Freizeitpark-Blog-Kanal. Es hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich echt mal sagen und ich bin auch euch wieder sehr, sehr dankbar, dass ihr wieder mit dabei wart und auch wieder fleißig hier im Chat interagiert habt. Augenblick. Hoppala. Und ja. So, ich weiß ja nicht, wie ihr zum Thema Gaming steht. Ich mache jetzt nach jedem Stream, egal ob ich jetzt Freizeitpark-Content liefere oder Gaming, ich werde immer den Chat in einen anderen Kanal jetzt schicken, wenn ich Feierabend mache. Und ob ihr dann da bleibt oder auch nicht, das ist dann ja natürlich euch überlassen. Aber ich möchte immer nach meinen Streams andere Streamer ein bisschen unterstützen mit meinen Zuschauern. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr vorbeigeschaut habt, und ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Und sollte ich die Tage noch mal was machen, dann werdet ihr es auf jeden Fall auf Freizeitpark Blog Also auf dem Kanal wird beides, ne? Freizeitpark und Gaming. Das mit dem Gaming, das werde ich auch nicht vernachlässigen. Ja, ich sag jetzt einfach
Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend und wir werden jetzt mal gemeinsam bei der lieben Dela vorbeischauen auf dem Kanal. Ich weiß nicht, was sie gerade macht. Ich glaube, sie spielt irgendein Spiel. Und schreibt ja einfach mal ganz kurz in den... Jan, ich möchte nichts mehr trinken. Aber ich werde es tun. Schreibt einfach nur kurz in den Chat, von wem ihr kommt. Einfach Svensson TTTV in den Chat von der lieben Dela jetzt gleich schreiben. Und ich sage mit meinem letzten Schluck Cola, ja. Einen ganz tollen Abend euch noch und wir werden uns wiedersehen. So, und jetzt schreibt, wenn ihr gleich in dem anderen Chat seid, einfach nur kurz rein, von wem ihr kommt, ja? Einen schönen Abend euch noch. Tschüssi. Also. Guten Tag. Wieder zurückgekommen. Ich werde jetzt aber auch offline gehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, ne? Auf Wiedersehen.